Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend live dabei seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.juelmedia.de zur wahrscheinlich letzten Folge dieses Jahr. Und wir haben nochmal was ganz Besonderes vor uns. Eine der nicht nur interessantesten und spektakulärsten Geschichten in den Evangelien, sondern überhaupt in der Bibel. Man könnte sagen, eine der spektakulärsten Geschichten der Menschheitsgeschichte. Und eine, die nur wenige Menschen miterlebt haben. Und deren Zeugnis umso wichtiger ist für uns. Und eine Geschichte, die so richtig unser Denken herausfordert. Bevor wir damit aber beginnen, wollen wir niederknien für ein Anfangsgebet. Und ich lade euch ein, dass wir das gemeinsam tun. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du jetzt alles Störende wegnimmst aus unseren Herzen, aus unseren Gedanken und dass wir uns völlig konzentrieren können auf dein Wort, auf deine Botschaft, dass wir verstehen, was wir heute lernen dürfen und lernen sollen und dass die Kraft deines Wortes sich in unserem Leben entfaltet. Herr, schenk uns einen neuen Blick für das, was Jesus für uns bedeutet. Das bitten wir im Namen von Jesus. Amen. Schlagt mit mir auf, Matthäus Kapitel 16. Wir haben uns ja viel Zeit genommen, diese ganze Geschichte in Matthäus 16 anzuschauen mit dem Bekenntnis von Petrus und der ersten Leidensankündigung. Wir haben dann gesehen, dass gegen Ende Jesus zu seinen Jüngern eine größere Anzahl von Menschen hinzugerufen hat und ihnen erklärt hat, dass der Weg zur Krone über das Kreuz geht. Er hat gesagt, dass jeder, der ihm nachfolgen möchte, sein Kreuz auf sich nehmen muss. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass man zwei Optionen hat. Entweder man verleugnet sich selbst oder, wisst ihr noch, was die andere Option ist? Entweder verleugnet man sich selbst oder man verliert sich selbst. Genau. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Jesus macht deutlich, dass alles weltliche Denken uns nicht eigentlich erlösen kann. Und dann hat er deutlich gemacht, und damit haben wir aufgehört, dass die Idee, dass er sterben müsste, nicht bedeutet, dass die Vorstellung der Jünger von einem herrlichen Menschensohn falsch war. Im Gegenteil. Sie sind noch viel herrlicher, als sich die Jünger vorstellen konnten. Denn der Sohn des Menschen wird kommen, wir haben ja gelesen, in der Herrlichkeit seines Vaters, ja, mit allen Engeln. Und weil das so ist und weil er dann jedem Menschen nach seinen Werken geben wird, muss es eine Möglichkeit geben, für die Menschen überhaupt Erlösung zu erleben. Und deswegen muss Jesus ans Kreuz. Ja, und das haben wir angeschaut. Er zeigt also den Jüngern, dass während sie so eine Mischform hatten, ja, so ein einigermaßen weltlich herrlicher König hier in Israel, Jesus, Gott einen ganz anderen Plan hatte, nämlich, dass der Messias leidet, um dann Menschen vorzubereiten, wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt. Und an der Stelle wollen wir jetzt weitermachen mit Vers 28. Das ist noch der letzte Vers, der fehlt uns noch und der leitet dann über in die nächste Geschichte. Wer mag mal lesen? Matthäus 16, Vers 28. Genau, ihr wisst, wenn Jesus wahrlich sagt, da steht welches Wort dahinter? Amen. Ja, darauf kann man sich verlassen. Er sagt, stellt euch also vor, er hat gerade der ganzen Menschenmasse erzählt, dass es zwar eine Wiederkunft geben wird, aber dass davor jeder Gläubige den Weg der Schande und Schmach mitbeschreiten muss. Und dann sagt er aber, mitten unter euch stehen einige hier, die werden nicht sterben, bevor sie nicht den Sohn des Menschen sehen in seinem Reich. Warum hat Jesus das wohl gesagt? Was meint ihr? Was war wohl seine Intention, als er das gesagt hat? Er wollte sie vorbereiten, ja? Die Jünger hatten ja bis eben gerade noch geglaubt, Jesus wird einfach irgendwann jetzt König werden und dann die Römer vertreiben. Und Jesus sagt, nein, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde sterben. Und jetzt sagt er, es sind einige unter euch, die werden nicht sterben, bevor sie den Sohn des Menschen kommen sehen in seinem Reich. In Herrlichkeit. Vielleicht nehmen wir noch, lasst mal euren Finger hier, nehmen wir noch gleich den Markus dazu, den Parallelbericht in Markus 9, Vers 1.
in Markus 9, Vers 1, da sagt er und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Ja? Also warum sagt Jesus jetzt, nachdem er sein Leiden angekündigt hat, unter euch gibt es einige, die werden das Reich Gottes in Kraft sehen, noch bevor sie sterben. Was war wohl seine Intention? Ein bisschen Ermutigung, oder? Weil die Jünger haben sich gedacht, oh nein, jetzt haben wir alles aufgegeben, alles verlassen und uns erwartet nur Schande und Schmach und Tod unseres Meisters. Und Jesus sagt, es gibt einige von euch, die werden das Reich Gottes in Herrlichkeit sehen, bevor sie sterben. Übrigens, was ist die Umkehrseite? Es gibt etliche, die werden sterben, ohne das Reich Gottes gesehen zu haben. Für etliche Jünger bedeutet das, sie wussten jetzt schon, dass sie vielleicht noch Jahrzehnte leben werden und sterben werden und das, was sie sich für ihre Lebenszeit erhofft haben, nicht sehen werden, bevor sie sterben. Ist interessant, oder? Also es ist auf der einen Seite eine Ermutigung, dass die Herrlichkeit nicht in allzu weiter Ferne ist, gedanklich. Einige werden es sogar in ihrem Lebenszeit schon mal sehen, aber einige auch nicht. Und das ist auch bemerkenswert, ja? Dass Jesus ihnen hier quasi auch sozusagen eine falsche Euphorie nimmt. Also er will ihren Glauben stärken, ja? Und trotzdem, sie sollen also nicht denken, okay, das mit der Herrlichkeit, das ist so weit weg, das hat nichts mit unserem Leben zu tun. Ja, er will das ihnen ein bisschen nahe bringen, obwohl Jesus natürlich weiß, es wird noch Jahrhunderte dauern. Ja, das konnte er natürlich jetzt in der Form vielleicht nicht so sagen. Ellen White sagt, trotz dieser Ankündigung waren die Jünger total verzweifelt. Die waren richtig deprimiert. Weil bisher haben sie die ganzen Symbole, die Jesus verwandt hat, halt immer anders ausgelegt. Aber jetzt hat er gesagt, er wird sterben. Und sie haben sich gefragt, okay, also warum? Ja, also sie konnten das nicht verstehen. Und dann hat Jesus sogar noch ernst gemacht und ist mit ihnen wieder rückwärts nach Jerusalem gelaufen. Er hat ja gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen. Und sie haben sich gefragt, sagt Ellen White, ja, warum bleiben wir nicht einfach hier? Hier in Caesarea Philippi, da gibt es keine Pharisäer, keine Schriftgelehrten, kein Kaiaphas, keine Herodes. Lass uns einfach hier bleiben, ja, da tun wir hier Gutes. Warum, so haben sie sich überlegt, warum, Jesus, gehst du deinen Mördern noch in die Hände? Kennt ihr die Geschichte von John Bunyan, der Pilgrim's Progress geschrieben hat, die Pilgerreise? Ein Puritaner im 18. Jahrhundert. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil es war zu einer Zeit verboten, außerhalb der Staatskirche zu predigen. Und er gehörte so zu einer freien Kirche und er hat gepredigt. Und er wusste eines Tages, dass die Polizei oder Soldaten auf seinen Spuren sind. Und man hat ihn gewarnt, dass sie ihn im Gottesdienst gefangen nehmen würden. Und seine Frau hat gesagt, versteck dich doch. Und er hat gesagt, nein, ich werde predigen. Und ist ins Gefängnis gegangen. Das haben einige Menschen nicht verstanden. Wieso tust du das, wenn du doch weißt, dass du dann gefangen genommen wirst? Jesus macht sich auf den Weg mit seinen Jüngern und seine Jünger überlegen sich tagelang, Ellen White sagt, die haben gegrübelt, wieso macht er das? Ja, wieso geht er da extra hin? Und wie kann er der Messias sein, wenn er stirbt? Ellen White sagt, das ist sehr interessant, sie sagt, wie kann das Reich Gottes so fest gegründet werden, dass sogar die Pforten der Hölle es nicht überwinden können, was er Jesus gesagt hat, wenn er jetzt stirbt? Sie sagt, für sie war das ein Mysterium, sie haben es nicht begreifen können. Und ich glaube, es gibt manchmal auch in unserem Leben Dinge, die können wir einfach nicht begreifen. Und wir verstehen nicht, warum Gott das so führt. Und wir würden uns denken, es müsste ganz anders sein. Ja, Gott müsste jetzt in dieser Zeit etwas ganz anderes machen. Aber Gott weiß genau, was er tut. Und er will uns prüfen. Und so gehen sie jetzt, und er will uns erziehen. Jetzt gehen sie also wieder Richtung See Genezareth. Und wir lesen jetzt in Matthäus 17, Vers 1. Matthäus 17, Vers 1. Wer mag mal lesen?
Genau. Das ist eine der wenigen Zeitangaben, die wir im Evangelium, in den Evangelien haben. Ja? Nach 6 Tagen, also 6 Tage lang haben die Jünger sich gefragt, warum machen wir das? Warum machen wir das? Was ist da los? Wir verstehen es nicht. Ja? 6 Tage lang, Jesus hat zwar gelehrt und geheilt, aber 6 Tage lang ist eine Wolke über ihrem Denken. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus dann 3 Jünger, und zwar die 3, die ihm am engsten sind. Könnt ihr euch erinnern, wir hatten schon eine Geschichte mal behandelt vor einiger Zeit, wo auch diese 3 alleine mit durften. Es gab eine Heilung kann man nicht sagen, eine besondere Geschichte, wo Jesus etwas Spektakuläres gemacht hat, wo er nur die 3 mit in den Raum gelassen hat. Das war eine Auferweckung. Könnt ihr euch erinnern, wer da auferweckt worden ist? Das war die Auferweckung von der Tochter des Jairus. Da hat er auch alle rausgeschickt und hat nur 3 mitgenommen, ja, Jakobus, Johannes und Petrus. Das waren so die 3, die eben am nächsten waren, und die nimmt er jetzt mit sich. Wir kennen ja die Geschichte, wir wissen, was passiert. Warum wollte Jesus wohl 3 Zeugen dabei haben? Für das, was jetzt gleich passieren wird auf dem Berg? Warum wollte er wohl gern 3 Zeugen dabei haben? Warum nicht nur einer? Warum nicht nur Petrus? Warum lieber 3 als nur einer? Es gibt so ein biblisches Prinzip. Ja, das stimmt auch in 1. Johannes. Es gibt dieses Prinzip, auf 2 oder 3 Zeugen hin ist jede Sache bestätigt, sagt Paulus im Korintherbrief. Also er wollte ja, auch wenn nicht alle seine Apostel bereit waren, das zu sehen, was jetzt kommen sollte, wollte doch, dass alle wissen, dass es wirklich so gewesen ist. Er nimmt sich 3 Apostel mit. Schauen wir mal in Lukas, im Parallelbericht, da steht jetzt was Merkwürdiges, in Lukas Kapitel 9, Vers 28. Lukas 9, Vers 28. Wer mag den mal lesen? Lukas 9, Vers 28. Habt ihr? Genau. Was ist hier merkwürdig an dieser Stelle? Was fällt euch als... 8 Tage, genau. Matthäus hat gesagt, wie viele Tage? 6 Tage, Markus sagt auch 6 Tage. Also Matthäus und Markus sagen nach 6 Tagen und Lukas sagt nach, es geschah aber ungefähr 8 Tage. Also wer hat jetzt recht? Konnten die nicht genau mitzählen oder wie kann man das hier auflösen? Das stimmt, es ist dieselbe Vorgeschichte. Ja? Dieselbe Vorgeschichte ist in beiden Fällen hier auch da, das mit, also wenn ihr den Vers vorher liest, Vers 27 ist genau der gleiche Vers vorher. Ja. Also selbe Vorgeschichte, selbes Ereignis. Matthäus, Markus sagen nach 6 Tagen, Lukas sagt nach ungefähr 8 Tagen. Also was fällt euch auf an der Formulierung von Lukas? Ungefähr. Also Lukas sagt nicht, ich weiß es ganz genau, aber er sagt ungefähr. Also ungefähr könnten halt auch 7 sein oder 9 oder vielleicht auch 6, ich weiß nicht. Ja, also so ungefähr 8 Tage, ja, so ungefähr. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Und das hängt damit zusammen, wie man sozusagen die Tage rechnet. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, letzte Woche haben wir uns am Dienstag getroffen. Ja, also vor einer Woche am Dienstag. Und wenn ich jetzt sage, 6 Tage später, nach 6 Tagen, wann ist das dann? Ich sage, 6 Tage, nachdem wir uns letzten Dienstag getroffen haben, ist dann wann? Ja, man sagen, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sabbat, Sonntag, Montag, ja, nach 6 Tagen. Aber wenn ich den Dienstag mitzähle, dann ist es schon einer mehr. Ja, das hängt also, zähle ich den Dienstag mit oder nicht, wenn ich den mitzähle, ist es einer mehr. Und wenn das dann noch am Abend ist, weil wir wissen, die Geschichte ist am Abend, dann fängt schon der nächste Tag an, dann ist es schon wieder quasi 8. Ja, also man könnte also sagen, Matthäus und Markus sagen, es sind 6 Tage vergangen seitdem, aber Lukas zählt quasi den Anfangstag noch mit und
den anbrechenden Tag auch, und dann sind es tatsächlich sogar 8. Also ist also kein wirklicher Widerspruch, nur eine unterschiedliche Zählweise. Aber viel wichtiger ist, was macht Jesus da? Warum will er die drei mit sich nehmen? Was will er tun? Er steigt auf einen Berg. Ja, Ellenweit sagt, die haben eine lange Reise gehabt, die waren total müde, ja, wollten einen noch nur in die Waagerechte, und Jesus sagt, okay, ihr drei kommt mit, wir gehen jetzt auf den Berg. Ja, warum? Was ist das Ziel? Was sollen sie? Sie wollen beten. Jetzt, warum will Jesus auf einem Berg beten? Warum betet er nicht einfach da, wo er ist? Er war es gewohnt. Kennt ihr noch andere Geschichten, wo Jesus auf einem Berg gebetet hat? Gibt es da, die euch spontan einfallen, wo wir wissen, Jesus ist auf einen Berg gestiegen, um zu beten? Ja, Ölberg, ja, genau, wenn er in Jerusalem in der Nähe war, ja. Gibt es noch Geschichten, wo Jesus auf einen Berg stieg, um zu beten? Also zum Beispiel vor der Erwählung der 12 Apostel auf dem Berg, auf dem er dann die Bergpredigt gehalten hat, hat er die ganze Nacht durchgebetet. Oder nach der Speisung der 5000, als er die Menschenmenge entlassen hat, den Jüngern sagen musste, ihr müsst sofort ins Boot, ja, ist er auf den Berg gestiegen, um zu beten. Ellenweit sagt, er, der die Natur gemacht hat, also jetzt mit meinen Worten paraphrasiert, mochte es besonders gern, in der Natur zu sein. Und mochte gern in der Natur beten. Und auch nach anstrengenden Tagen, ja, es gibt ja, also wenn ihr an die Speisung der 5000 denkt, da war er ja schon total, er war völlig fertig, ja, müde und kaputt, und trotzdem steigt er dann auf den Berg, um zu beten. Und es gibt noch eine Zeit, die Jesus gern zum Beten genutzt hat, außer spät abends, nachdem die Arbeit vorbei war. Frühmorgens, ja, bevor noch alle anderen aufgewacht sind. Also Jesus hat bewusst noch die Zeit genommen, wenn alle anderen geschlafen haben, weil er so überlastet war zum Teil und so angefragt war ständig, dass er sich dann die Zeit nehmen musste, wo niemand da war, früh am Morgen oder spät am Abend, um zu beten. Und das ist interessant. Jesus hat gedacht, Jesus war der Meinung, dass es wichtig ist, auch dann noch Andacht zu machen und zu beten, selbst wenn man müde ist. Ja, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber es gibt auch mal so Momente, da ist man so müde, man kann kaum noch einen Gedanken fassen, man denkt, ach, lass dich einfach sein. Ja? Wir sollen uns auch nicht quälen, also nicht falsch verstehen. Ja? Aber Jesus war der Meinung, es ist wertvoll zu beten, auch wenn es noch spät am Abend ist. Okay. Und Ellenweit beschreibt das sehr ausführlich, ich muss das mal nachlesen, wir haben nicht die Zeit, das alles jetzt, jeden Satz zu lesen von ihr. Sie beschreibt das sehr ausführlich, wie die Jünger dann mit ihm da auf den Berg steigen und sich fragen, was steigen wir auf den Berg? Ja. Und dann kommen die da oben an und sie machen was? Sie beten. Ja. Und es ist schon dunkel, Ellenweit beschreibt das ganz, ganz poetisch, wie erst noch so die Abendsonne, so die Hügel noch anstrahlt und irgendwann ist es dunkel, ja, und dann stapfen sie im Dunkeln da hoch und Petrus denkt sich, meine Güte, ich möchte was essen, ja, vielleicht. Und dann kniet Jesus nieder und fängt an zu beten. Was machen die Jünger? Was würdet ihr machen, wenn ihr zu dritt unterwegs seid mit Jesus zum Beten, extra auf den Berg steigt, um zu beten? Was haben die wohl gemacht? Die haben auch mitgebetet, genau, tapfer. Und dann sagt Ellenweit was richtig Interessantes. Sie sagt, so vergingen die Stunden. Und wenn man sich mal überlegt, die haben den ganzen Tag gearbeitet, sie haben jetzt diesen schweren Marsch auf sich, ja, es ist dunkel und Jesus betet nicht 10 Minuten, nicht 20 Minuten, er betet eine Stunde und zwei Stunden und vielleicht drei Stunden. Und was machen die Jünger? Die schlafen ein. Kann man ihn gar nicht verdenken, oder? Die sind so fix und fertig, die schlafen ein und da beten sie. Und Ellenweit beschreibt sehr interessant, wie Jesus, was denkt ihr, wofür hat Jesus wohl gebetet da oben auf dem Berg? Jetzt auch mit der Geschichte vom letzten Mal im Hinterkopf. Wofür hat er gebetet? Für seine Jünger, dass sie endlich in die Augen geöffnet werden, wohin eigentlich seine Schritte zielen. Auch für ihn selbst, für Kraft. Ja. Ist ja eine Sache zu sagen, das und das ist passiert, aber er ist ja selbst ein Mensch, er hat ja selbst auch Gefühle, er braucht Kraft. Er betet also wegen dieser ganzen Leidensankündigung, er betet für seine Jünger. Und irgendwann merkt er natürlich, seine Jünger sind schlafend. Und dann sagt Ellenweit, dann fängt er an, oder dann betet er besonders für seine Jünger, weil er etwas möchte. Er weiß ja, was kommt. Und er weiß auch, dass gerade diese drei Jünger ihn in Gethsemane sehen werden.
Und er weiß auch, wie schwer die Enttäuschung sein wird, weil sie es einfach nicht begreifen. Also möchte er, das ist sein Wunsch, er möchte, dass sie sehen, dass er der Messias ist. Dass, wenn dann die Krise kommt, sie etwas haben, an dem sie sich festhalten können. Das heißt, das, was wir jetzt gleich betrachten werden, was so spektakulär ist, ja, ist nicht ein spektakuläres Wunder, einfach nur so, weil Gott sagt, hey, ihr seid es würdig, mal ein spektakuläres Wunder zu sehen, sondern das Spektakuläre, was Gott in unserem Leben tut, das tut er deshalb, damit wir uns daran erinnern, wenn die Krise kommt. Die größten Wunder und die größten Erkenntnisse, die wir in der Bibel bekommen, bekommen wir nicht einfach, weil wir besser sind als andere, sondern weil wir sie brauchen. Das ist ein interessanter Gedanke. Ja, wenn Gott uns große Wahrheiten schenkt, wenn er uns große Erfahrungen schenkt, dann deswegen, weil wir sie auch benötigen. Und dann beschreibt er, wie er mit Gott, dem Vater, wie er darum bittet, dass die Jünger etwas erkennen können, wer er wirklich ist. Und dann beschreibt Ellen White etwas ganz Außergewöhnliches. Die beschreibt, wie in dem Moment die Pforten des Himmels sich auftun, vielleicht habt ihr das mal gelesen, ne? Die Pforten des Himmels tun sich auf und das Licht der Ewigkeit kommt aus dem Himmel, wie ein göttliches Licht und trifft Jesus, der dort kniet und betet, ja, vielleicht sogar auf dem Bauch liegt, der auf diesen Felsen dort kniet und betet und das Licht umschließt ihn und umhüllt ihn. Ja, so als wenn der Himmel antwortet, sichtbar, der Himmel antwortet. So. Und dann sagt sie, das ist so spektakulär, dann beginnt etwas zu antworten, nämlich seine Göttlichkeit in ihm. Also das Licht kommt vom Himmel, umschließt ihn und das Licht, das in ihm ist, das von seiner Menschlichkeit verborgen ist, das fängt an quasi so wie so ein Magnet. Ja? Das Licht und das Licht, das zieht sich an und plötzlich wird er verwandelt. Schaut mal in Matthäus Kapitel 17, Vers 2, was dort steht. Matthäus 17 und dort Vers 2. Dort steht in Vers 2, genau, Ellen White beschreibt das. Also bei mir fängt er an, ich fange mir das so an, bildlich vorzustellen, ja, wie er plötzlich aufsteht, ja. Er, der so müde, ja, und dort gebetet hat, stundenlang, und plötzlich steht er auf und sie sagt, im Englischen sagt sie, wie sagt sie im Englischen, warte, ich will es nicht falsch sagen, sie sagt, wo ist es hier, hier. Ja, also sie sagt, dass er eine gottgleiche Statur hatte. Ja? Nicht divine, sondern godlike. Ja? Er steht dort wie Gott, denn er ist Gott. Jetzt schauen wir uns mal das Wort an, was hier steht. Das ist sehr, weil wir kennen immer diese Geschichte unter der Verklärung Jesu. Ja? Verklärung ist eigentlich nicht so das beste Wort. Hat jemand eine andere Übersetzung für dieses Wort? Was heißt Verklärung? Was heißt Verklärung? Umwandlung, genau. Dort steht ein griechisches Wort, das heißt Metamorphote. Klingt ein bisschen wie welches Wort? Metamorphote. Metamorphosis, genau, Metamorphose. Das ist nämlich genau die Idee. Was ist denn eine Metamorphose? Genau, wenn also die Gestalt sich vollständig verändert. Es gibt im Griechischen ein Wort für die äußere Erscheinung und dann ein Wort für die eigentliche Essenz, wer man eigentlich so im tiefsten Innern ist. Und hier ändert sich sozusagen etwas in der Natur sozusagen, ja, nicht nur so vom Äußeren aus, sondern Grundsätzliches. Und dazu gibt es einen interessanten Abschnitt in Philipper. Schaut mal in Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 und dort Vers 6 und 7. Damit kann man das mich jetzt besser verstehen. Philipper 2, Vers 6 und 7. Dort steht über Jesus, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war. Und dort steht das Wort Morphe, ja, also die in der Gestalt, Morphologie kommt daher auch, ja, in der Gestalt Gottes, weil er, also was heißt es, er ist in der Gestalt Gottes?
Was heißt das? Er ist Gott, er ist Mensch, er ist göttlicher Natur, seine Natur ist göttlich, er ist Gott. Und dann steht hier, schaut mal weiter, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Nochmal Morphe, also einmal sozusagen, er hat die Gestalt Gottes, weil er Gott ist, und dann erniedrigt er sich aber. Ja? Und er nimmt eine zweite Morphe an, sozusagen eine zweite Gestalt, nämlich die Gestalt eines Menschen. Jetzt, wenn die anderen Menschen Jesus gesehen haben, welche der beiden Gestalten haben sie bemerkt? Welche Gestalten haben sie gesehen nochmal? Welche Gestalt haben sie gesehen? Die menschliche, oder? Aber war die göttliche auch da oder war sie irgendwie im Himmel geblieben? Die war da, die war verborgen. Die war von der menschlichen umhüllt. Und diese Metamorphose jetzt beschreibt, dass sozusagen sich das quasi umdreht. Ja? Das, was innen ist, seine Göttlichkeit, dringt jetzt nach draußen. Ellen White sagt, Divinity flashed through humanity. Ja? Die Göttlichkeit dringt hindurch, durch die Menschlichkeit. Und plötzlich steht er da, wie er im Himmel immer gewesen ist, nämlich als Gott. Und das ist eine ziemlich spektakuläre Sache. Ja, ich glaube, das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Es heißt, sein Angesicht, wir haben wir gelesen in Matthäus 17, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Also man kennt ja schon, ihr wisst noch eine andere Person, wo das Angesicht geleuchtet hat, oder? Bei wem hat noch das Angesicht geleuchtet? Mose, der musste ein Tuch dann über seinen Kopf ziehen, weil sein Angesicht leuchtete. Aber Mose leuchtete nur, weil er mit Jesus gesprochen hat. Ja? Mose leuchtete nur, weil er diesen Jesus, dessen Angesicht leuchtet wie die Sonne, gesehen hatte. Jetzt ist hier das Original sozusagen. Also bei Mose war nur der Abglanz. Hier ist das Original. Es leuchtet aus ihm heraus. Seine Kleider wurden weiß wie das was? Weiß wie das? Es steht in Matthäus 17, sie wurden weiß wie das Licht. Das ist interessant, weil was wissen wir über Gott und seine Kleidung? Gibt es irgendeinen Bibelvers, der sagt, was Gott trägt? Was für Mode er trägt? Ich meine nicht Jesus auf der Erde als Mensch, ich meine Gott. Was ist Gottes Gewand? Schaut mal in Psalm 104, lass mal in Matthäus 17 hier. In Psalm 104 und dort Vers 2, Psalm 104, Vers 2, also Vers 1 und 2, lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Pracht und Majestät bist du bekleidet, du, der sich in Licht hüllt, wie in ein Gewand. Gott trägt ein Lichtkleid. Und als Jesus auf der Erde einfach als Mensch erscheint, trägt er ein einfaches Gewand, ja, so wie die einfachen Menschen aus Nazareth. Aber als er plötzlich eine Metamorphose durchmacht, als seine Göttlichkeit sichtbar wird, trägt er ein Lichtgewand. Übrigens, wer hatte noch ein Lichtgewand? Außer Jesus hier. Wer hat auf diesem Planeten schon mal ein Lichtgewand? Adam und Eva. Die waren ja nach dem Bild Gottes geschaffen. Jetzt schaut mal mit mir in den Parallelvers in Markus Kapitel 9. In Markus Kapitel 9 und dort Vers 3. Dort wird auch gesagt, dass er sich verwandelt. Ja? Eine Metamorphose. Ja, das Licht vom Himmel trifft ihn, das Licht in ihm selbst verbindet sich mit dem Licht und er steht plötzlich da in gottgleicher Majestät, sagt Elmet. Gott, genau, gottgleicher Majestät ist das Wort. Vers 3, wer mag mal lesen? Genau, also sie werden weiß wie Licht, aber sie werden auch weiß wie Schnee. Und zwar so weiß, dass man sie gar nicht weißer machen kann. Übrigens, wer waren nochmal die drei Apostel, die dabei waren? Johannes, Jakobus und Petrus. Wisst ihr, auf wessen Predigtmanuskripte wohl das Markus-Evangelium zurückgeht? Also Matthäus schreibt sein eigenes Evangelium. Lukas hat alles recherchiert, Johannes war selbst bei allen Sachen dabei. Aber von wem hat Markus die Hauptinformation? So.
wird meistens vermutet. Das kann man unter anderem daran erkennen, dass er ein sehr kurzes, prägnantes, sehr aktives Evangelium schreibt. Also man vermutet, dass Markus sich auf die Predigten von Petrus gestützt hat. Und hier in dem Bericht von Markus hat man so ein bisschen den Eindruck, als ob man so ein bisschen Augenzeugenbericht lesen kann. Ja? Also Matthäus sagt, der hat es ja dann gehört von den anderen, es war wie das Licht. Ja? Und hier Markus sagt, das war so hell, kein Mensch kann das so machen. Ja? Man hört so fast so ein bisschen noch raus den Petrus, der darüber predigt und sagt, hey, ich war auf dem Berg und Jesus hat sich verwandelt. Es war so hell, das habt ihr noch nie gesehen. Ihr habt noch nie so ein weißes Kleid gesehen. Kein Mensch auf dieser Erde kann ein Kleid so weiß machen, wie dieses Kleid weiß gewesen ist. Weil Bleicher, die machen halt Gewänder irgendwie weiß, ja? Kennt ihr diese Formulierung? Weiß? Ah, wer trägt denn ein Kleid weiß wie Schnee im Alten Testament? Gibt es jemanden, der, von dem es heißt, und sein Gewand war schneeweiß? Fast, fast. Der Menschensohn. Zu wem kommt der Menschensohn? In Daniel 7. Zu wem kommt er? Also der Menschensohn auf den Wolken wird gebracht, zu wem? In Daniel 7? Ja, der Menschensohn auf den Wolken wird zu wem gebracht? Zu dem Alten, an Tagen. Genau, und wer ist das? Gott, der Vater. Schaut mal in Daniel 7, Vers 9. In Daniel 7, Vers 9, dort heißt es, Vers 9, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes reine Wolle. Also wir wissen in der Bibel, Gottes Gewand ist wie Licht und es ist schneeweiß. Ja? Und jetzt wird Jesus verwandelt und der eine sagt, es war so hell, es war wie Licht. Ja? Psalm 104, Vers 2, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand. Und der andere sagt, das war so hell, das war weißer als Schnee. Ja, so wie Daniel sagt, sein Gewand war schneeweiß. Also hier sieht man, es ist kein Unterschied in der Beschreibung zwischen Gott dem Vater und Jesus. Ja, wie wir es von im Offenbarungsseminar gehabt haben mit diesem A und O. Das Licht war schneeweiß. Jetzt haben wir gesehen, das Kleid, dass dieses Lichtkleid auch Menschen gegeben worden ist, nämlich Adam und Eva, oder? Adam und Eva. Kennt ihr diese Formulierung weiß wie Schnee noch aus einem anderen Zusammenhang, außer dass das Kleid von Gott dem Vater weiß wie Schnee ist, ja? Genau, in Jesaja Kapitel 1 heißt es, kommt, wir wollen mit deiner Rechten, wenn eure Sünde rot wie Purpur oder Scharlach ist, genau, wie Scharlach ist, soll sie werden weiß wie Schnee. Und der David sagt, also Jesaja 1 genau, ist einer der besten Verse dazu, und der andere Vers ist in Psalm 51. Der David sagt sogar, und man hat hier, da muss man da an die Geschichte denken, in Psalm 51, Vers 9, da, ihr wisst, der Psalm 51 ist der Psalm, der Bußpsalm von David, ja, nach seiner Sünde mit Bathseba, da sagt er in Vers 9, entsündige mich mit Isop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Ja, also dieses unfassbare Weiß. Das Lichtkleid war ein Symbol für die Gerechtigkeit, die Adam und Eva als sündlose Menschen hatten, oder? Denn als sie gesündigt haben, war das Lichtkleid weg. Aber die Bibel sagt uns, dass wenn Gott uns vergibt und uns reinigt von unserer Sünde, dann sind wir nicht einfach ein bisschen gebleicht, ja, wie sagt man, geblichen, gebleicht, ja, wie auch immer, sondern wir können durch Jesus weiß werden, so weiß wie der Schnee, dann ist nämlich das Kleid der Gerechtigkeit das Kleid Gottes. Könnt ihr das sehen? Gott trägt ein Lichtkleid und den Menschen gibt er das Lichtkleid als ihr Kleid der Gerechtigkeit. Wenn wir sagen, Gott schenkt uns das Kleid der Gerechtigkeit, dann müssen wir uns vorstellen, das ist sein eigenes Kleid. Er gibt uns sein eigenes Kleid, denn er als Gott trägt ein schneeweißes Gewand.
Das Kleid der Gerechtigkeit entsteht nicht dadurch, dass Gott uns vergibt und wir anfangen jetzt uns besser zu benehmen. Das wäre gebleicht, ja? Dann hätte man so menschlich versucht, das ein bisschen weißer zu machen. Das Kleid der Gerechtigkeit besteht dadurch, dass Gott sagt, okay, hier ist mein Gewand, das ich trage, möchtest du es tragen? Weiß wie Schnee. Übrigens, wenn dieses Kleid so weiß ist, dass kein Mensch es weiß machen kann, könnt ihr mir sagen, wo kriegt man es denn so weiß? Wo muss ich hingehen, damit das Kleid so weiß wird, wie das Kleid Gottes? Mit welchem Mittel kriegt man es so weiß? Mit dem Blut Jesu. Sagt nicht Offenbarung 7 in Vers 14, können wir kurz lesen. In Offenbarung 7, Vers 14. In Offenbarung 7, Vers 14, ihr wisst in Offenbarung 7, Vers 9, dass die große Schar aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm bekleidet mit weißen Kleidern. Und dann in Vers 13, und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. So weiß, wie es kein Mensch weiß kriegt. Ja? Menschen können ihre Kleider zerwaschen, aber sie kriegen ihre Kleider nicht so weiß wie dieses Kleid. Und jetzt denkt man nochmal mit. Ja? Jesus zeigt ja jetzt seine Herrlichkeit. Er hat ja den Jüngern gesagt, es werden einige unter euch sein, die werden die Herrlichkeit Gottes sehen, bevor sie sterben. Das erfüllt sich jetzt in diesem Moment. Ja, sie sehen Jesus, wie er wiederkommend ist. Sie sehen in seiner Herrlichkeit und stellen fest, wie er ist. Und jetzt ist die Frage, ja, wie können sie ihm so begegnen? Sie brauchen auch so ein Kleid, auch so ein weißes Kleid. Und woher kriegen sie das? Jesus sagt, ich muss für euch sterben. Da sieht man den ganzen Zusammenhang zwischen der Leidensankündigung und seiner Ankündigung der Wiederkunft und jetzt diesem Verklärungswerk. Er zeigt ihnen, er gibt ein Gefühl, in welcher Heiligkeit sie sich dann befinden werden, wenn Jesus wiederkommt und dass keine menschlichen Versuche, keine menschlichen Anstrengungen jemals uns so reinmachen können. Es ist allein das Blut Jesu und der Glaube. Die machen uns so rein. Ein Kleid weiß wie Schnee. Und ihr wisst vielleicht, in der Offenbarung gibt es dann die Stelle, wie Jesus dem Johannes erscheint. Ja? Und da kommt er auch dann mit diesem Kleid und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Gibt es ja dann noch einmal in Offenbarung 10. Ganz kurz noch zu Matthäus 17, Vers 3. Matthäus Kapitel 17 und dort Vers 3. Da heißt es jetzt, Matthäus 17, Vers 3, mag jemand lesen? Ganz genau. Er wird immer verrückter. Ja? Also nicht nur ist Jesus plötzlich, erscheint er in der er wirklich ist. Ja? Was im Prinzip ja deutlich ist, die Jünger kennen Jesus nur als Menschen und glauben, er ist der Messias, irgendwie so ein Feldherr oder so. Und er zeigt ihnen, nein, ich komme wieder, ich werde mal mich so präsentieren als der ich bin, als Gott, damit sie sehen, alles, was sie sonst von ihm sehen, ist eigentlich Erniedrigung und Demut. Und jetzt kommen noch Mose und Elia dazu. Warum Mose und Elia? Warum Mose und Elia? Genau, Mose war der Erste, der von den Toten auferstanden ist, oder? Ja, der Allererste. Und? Elia ist nicht gestorben. Elia ist nicht gestorben, genau. Es gab ja nur drei Menschen überhaupt zur Auswahl. Ja? Wer der Dritte gewesen? Henoch. Ja? Henoch ist der Älteste von allen. Ja? Henoch ist jetzt mittlerweile schon über 5000 Jahre alt. Aber Mose und Elia sind erwählt worden. Mose, wofür steht Mose noch, außer dass er der Auferstehende, also das stimmt, ja, wir haben also diejenigen, die auferstehen werden, diejenigen, die lebendig Jesus wiederkommen sehen, das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, weil hier wird ja quasi die Wiederkunft illustriert. Ja. Was ist noch ein interessanter Punkt? Mose hat was dem Volk Israel gegeben? Das Manna, ja, das stimmt, aber vor allem hat er ihnen auch was gegeben? Das Gesetz, genau. Und wer war Elia? Also Mose hat das Gesetz gegeben und wer war Elia? Elia war ein Prophet. Und wie nennt man das, wenn man sagt, das Gesetz und die Propheten?
Was ist, also Gesetz und Propheten ist eine Beschreibung für, wenn die Bibel sagt, das steht im Gesetz und in den Propheten? Das ist eine Beschreibung für die Bibel gewesen, oder? Wenn Jesus vom Alten Testament gesprochen hat, er oft gesprochen, so steht geschrieben im Gesetz und in den Propheten. Das heißt, Jesus will damit deutlich machen seinen Jüngern, dass das, was er gesagt hat, in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes. Mose und Elia repräsentieren eigentlich die Bibel sozusagen. Ja? Mehr noch als Henoch, weil als Henoch lebte, gab es kein geschriebenes Wort. Ja, aber das sind die beiden, die stellvertretend für die Gesamtheit von Gesetz und Propheten stehen und jetzt mit ihm reden. Ja, worüber reden die? Das können wir vielleicht noch, das machen wir das nächste Mal, aber eine Sache müssen wir noch ganz kurz besprechen. Dieser Moment war auch, und das ist einem in dem Moment nicht meistens bewusst, ein spektakulärer für Mose. Für Mose war das ein besonderer Moment. Wisst ihr, warum das ein besonderer Moment für Mose war? Genau, er hatte nämlich mal gebetet, das lesen wir noch ganz kurz, bevor wir zu Ende sind, in 5. Mose Kapitel 3. Ihr kennt ja die Geschichte. Mose hatte das Volk 40 Jahre durch die Wüste geführt und dann durfte er nicht in das gelobte Land. Warum? Warum durfte er nicht in das gelobte Land? Er hatte gesündigt und zwar hatte er auf den Felsen zweimal geschlagen, obwohl er nur hätte reden sollen. Und in welchem Jahr hat er das gemacht von den 40 Jahren? Wisst ihr das? In welchem Jahr? Im 40. Er hatte 40 Jahre lang das Volk wirklich getragen oder ertragen. Also wenn ihr mal lest, was da los war, er war mehrmals dabei, sich bei ihnen das Leben zu nehmen vor Verzweiflung, weil sie so schlimm waren. Er hat sich immer für sie eingesetzt. Und er hat nach so vielen Jahren einen Fehler begangen. Und Gott sagt, ich kann dich nicht ins gelobte Land lassen. Du musst sterben, hier in der Wüste sozusagen. Und schaut mal, was Mose sagt in 5. Mose 3 und dort Vers 23. Und ich flehte zum Herrn zu jener Zeit und sprach, ach Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht deine Majestät und deine starke Hand zu zeigen. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werk und deiner Macht gleich tun könnte? Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen, dieses gute Bergland und den Libanon. Er sagt, ah, jetzt sind wir doch da, ja, jetzt, ich kann schon fast riechen, ja, das gelobte Land. Jetzt, ah, ich möchte es doch sehen, bitte, 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 bitte. Sei doch gnädig, ja. Und was sagt Gott? Gott sagt, lass gut sein, hör auf zu reden. Bete nicht mehr dafür. Das ist ziemlich krass, oder? Er sagt, hör auf, davon zu reden. Ich will es nicht mehr hören. Und Mose sagt, okay, alles klar. Und ihr kennt die Geschichte. Er kommt dann auf den Berg Nebo, den Pisgah, und er sieht noch das Land. Ja, in einer Vision sieht er all das, mehr noch, als man mit natürlichen Augen sehen kann. Aber dann stirbt er allein und verlassen auf dem Berg. Und Jesus kommt vom Himmel und sagt, Mose, steh auf. Ja. Und der Satan tritt dazwischen und sagt, hey, Moment, der gehört mir, er hat gesündigt. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, der Herr stellte dich. Ja, freundlich, höflich, der Herr stellte dich. Holt Mose aus dem Grab heraus, der war wahrscheinlich so, wow. Und geht mit ihm in das gelobte Land, aber nicht nach Palästina, sondern in den Himmel. Ja, und dann ist er der zweite Mensch, der jemals dort gewesen ist, ja, trifft dann irgendwo in Neu-Jerusalem den Henoch, ja, von dem er geschrieben hat und sagt, hey Henoch, schön dich zu sehen. Und muss dann leider jahrhundertelang sehen, was das Volk Israel alles für schlimme Sachen tut. Ja, Jesus sagte später, dass Mose das Volk vor Gott anklagt und, ja, in Johannes 5. Und dann, eines Tages, als Jesus auf der Erde ist, kriegt er den Auftrag, geh und stärke den Jesus. Wie viele Jahre sind vergangen zwischen dem Gebet von Mose und dem Moment, wo Mose tatsächlich seinen Fuß auf das gelobte Land setzt, mitten in Galiläa? Wie viele Jahre ungefähr? Ungefähr 1500 Jahre später hat Gott sein Gebet erhört. Wenn er ihm das gleiche erhört hätte, hätte Mose trotzdem sterben, der wäre trotzdem gestorben, ja, und wäre vielleicht einfach so gestorben, ja, und hätte nichts von dem anderen mitbekommen und hätte einfach mal in Palästina ein paar Weintrauben gegessen, ja.
Und Gott sagt, nee, warte, ich habe was Besseres für dich. Das wirst du jetzt nicht verstehen. Aber in 1500 Jahren werde ich das Gebet erhören, weil dann ist es wichtig, weil dann kannst du dadurch deinen eigenen Erlöser daran bestärken, dich zu erlösen. Das ist doch eine tolle Sache, oder? Wenn man seinen eigenen Erlöser daran bestärken kann, dass man erlöst wird, dann, ich glaube, da hätten wir auch gesagt, okay, ich warte noch 1500 Jahre, oder? Was lernen wir daraus? Gott erhört Gebet. Notfalls 1500 Jahre später. Und egal, wie die Situation aussieht, wir dürfen wissen, Gott tut immer das Beste. Und wenn wir den Eindruck haben, dass es gerade nicht das Beste ist, dürfen wir vertrauen, auch wenn wir es nicht verstehen, dass wir einmal und sei es in über 1000 Jahren sagen können, okay, das war die beste aller Möglichkeiten. Nächste Woche schauen wir, wie die Geschichte am Verklärungsberg zu Ende geht. Gibt noch mehr spannende Sachen zu entdecken. Oder nächste Woche, weiß nicht, schauen wir mal. Ich werde mir noch werden überlegen, ob wir nächste Woche machen oder nicht. Aber lasst uns auf jeden Fall das mitnehmen, dass derselbe Jesus, der ein Lichtgewand trägt und Adam und Eva ein Lichtgewand gegeben hat, auch ein Lichtkleid trägt, das weißer ist als der Schnee und dieses Kleid uns geben möchte, sein Kleid. Und lasst uns jeden Morgen aufwachen und sagen, Herr, ich möchte auch heute dein Kleid tragen. Ja, ganz, ganz bewusst, ich möchte dein Kleid tragen. Und ich glaube, das wird unser Leben verändern, oder? Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir in dieser Geschichte vom Verklärungsberg erkennen können, dass Jesus völlig Gott ist. Und das macht sein Opfer und sein Leben noch unbegreiflicher. Und dass wir sehen können, dass sein Kleid der Gerechtigkeit unser Kleid werden kann, weil er am Kreuz von Golgatha buchstäblich mit uns getauscht hat. Herr, auch wenn wir das doch viel öfter in unserem Kopf bewegen würden, viel öfter darüber nachdenken, dass wir dein Kleid tragen dürfen, mit dem du uns bekleiden möchtest, wenn wir glauben, dass Jesus unsere Sünde getragen hat, dort auf Golgatha. Herr, mach uns rein, mach uns weißer als Schnee, so wie du versprochen hast, durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.